Guten Morgen, ihr Lieben. Wir begrüßen euch an diesem wunderschönen Sommermorgen und nehmen euch mit. Ich zeige es euch hier ein bisschen. Ich weiß nicht, wie gut man das im Hintergrund sehen kann. Da sind die Alpen im Dunst. Und ja, wir sind jetzt hier auf einem Etappenziel auf dem Markstein. Da halten wir aber nur an, damit ich euch das Video machen kann. Und zwar nehmen wir euch mit auf den Grand Vallon. Da machen wir heute einen Familienausflug an diesem schönen Tag. Und ja, wir nehmen euch mal mit zum Geocachen. Dazu erzählt Johannes nachher noch ein bisschen was. Bis dann. Genau, wir sind unterwegs und ich möchte einfach in einem kurzen Zwischenvideo euch erklären, was ist denn Geocaching, für die, die es noch nicht kennen. Wenn man auf geocaching.com geht, auf Deutsch umstellt, findet man hier eine Suchmaschine und da kann man ja einfach mal lossuchen. Und ich habe das jetzt mal schon vorbereitet nach Grand Vallon gesucht, da wollen wir ja hin. Katharina stand gerade oben am Markstein, das ist ein Stück weit nördlich. Und dann findet man hier zwei von diesen Icons, so grüne Symbole, von einer Grand Vallon Tour. Und das sind zwei Geocaches. Jetzt wisst ihr natürlich immer noch nicht, was Geocaches sind. Da habe ich aber mal was vorbereitet. Geocaches sehen häufig so aus. Also es gibt die grundlegendste Art von Geocaches sind Traditional Geocaches. Also damit, mit denen es eigentlich angefangen hat. Vor einigen Jahren hat jemand mal so eine Kiste, vielleicht glaube ich ein bisschen größer, vergraben oder versteckt und hat dann die GPS-Koordinaten veröffentlicht und hat gesagt, jeder, der will, kann halt mit einem GPS-Gerät diese Dose suchen. GPS ist nicht genau, ist nicht sehr genau für so den Otto-Normalverbraucher, also meistens so 5 Meter genau. Das heißt also, man kommt dann zwar in die Koordinaten, aber man muss dann vor Ort noch suchen, wo ist denn diese Dose oder Kiste. Das hier ist jetzt so eine normale Größe ungefähr. Und dann hat er noch die Regel aufgestellt, dass wenn man etwas reintut, also er hat verschiedene Sachen, Gegenstände dort reingetan, die nicht viel wert waren, hat aber gesagt, wenn man einen Gegenstand rausnimmt, dann muss man einen reintun, der höherwertiger ist als das, was drin ist. Und damit hat er angefangen und und dann haben sich dann so mit der Zeit noch mehr Leute gefunden, die angefangen haben, so eine Caches zu verstecken. Mittlerweile gibt es die in vielen verschiedenen Größen. Also das hier ist so die normale Größe und dann gibt es hier so Mikros, das sind so Filmdöschengröße und Nanos, das sind die kleinsten. Das sind meistens nur so kleine Kapseln. Da passen natürlich auch keine Gegenstände mehr rein, sondern das ist dann nur noch ein kleiner Papierstreifen, um seinen Namen drauf zu schreiben, weil da ist immer ein Logbuch drin, wo man sich einträgt. Geocaching wird immer mal wieder als die teuerste Schatzsuche der Welt bezeichnet, weil man eben Millionen Euro teures Equipment braucht, weil das funktioniert nur mit GPS-Satelliten und die müssen weltweit geschossen werden. Das haben Gott sei Dank andere Leute für uns gemacht. Wir brauchen also nur günstige GPS-Geräte, wir nutzen unser Smartphone, da gibt es so ein Android-Smartphone, da gibt es so eine App für, ich glaube für Apple oder Windows-Geräte gibt es das möglicherweise auch. Genau, so funktioniert es. Das normale Größe, es gibt auch größere Kisten, die man da finden kann, je nachdem, wo es ist. Und wir haben unsere gesucht. Ich habe jetzt einfach mal überlegt, wie kann ich euch zeigen, wie viele von diesen Caches es gibt. Ich habe jetzt hier mal Singen aufgerufen, da wo wir ja auch viele Jahre oder einige Jahre gewohnt haben. Und wenn man ein Geocache gefunden hat, dann kann man hier das in der Webseite auch markieren. Und wir haben hier den U208 gefunden in der Bahnhofstraße. Das ist ein Geocache, der dort in der Tiefgarage ist. Und wenn ich jetzt mal zurückzoome in dieser Karte, dann werden so nach und nach die Caches angezeigt, die es gibt. Ich sehe jetzt hier interessanterweise gar kein Traditional. Das sind nämlich die grünen Symbole, die wir beim Grand Vallon hatten. Ich gehe nochmal weiter zurück. Hier unten links haben wir ein paar Traditionals. Es gibt jetzt hier noch ein paar andere Arten. Diese gelben, das sind sogenannte Multicaches. Das heißt, da muss man dann mehrere Hinweise sammeln, um die zu finden. Bei den Fragezeichen, da weiß man nicht ganz genau. Es sind so Überraschungscaches, können auch Nachtcaches sein, die man in der Nacht suchen kann. Dann gibt es hier diese Earthcaches, da sind dann besondere
Gesteinsformationen oder Sachen, wo man sich dann fotografieren muss, um das als, weil da gibt es kein Logbuch, einfach als gelockt zu markieren. Ja, also das ist jetzt der Sing. Hier seht ihr schon, dass es relativ viel ist. Wenn wir jetzt mal ein Stück zurückgehen, von Radolfzell bis zum Hegau, Bergen, so langsam werden es immer mehr. Jetzt haben wir hier so die Größe, dass wir ungefähr den Bodensee sehen. Und ich denke, es wird klar und deutlich, es gibt super, super viele, über 1 Million von diesen Caches bei dem Bodensee. Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Und es ist bei uns eigentlich flächendeckend. Und das ist ein super cooles Hobby, weil jeder Cache ist anders, jede Suche ist anders. Und möchten euch wirklich einladen, das mal auszuprobieren. Und ihr solltet quasi nicht fertig werden mit den Caches, die es hier so gibt. Es gibt natürlich ein paar Länder, wo es jetzt nicht so flächendeckend ist. Aber wenn jetzt hier mit in Europa, ich zoome mal ein bisschen weiter zurück. Wenn man sich das weltweit anschaut, dann ist Europa ziemlich bedeckt, aber so in den hintersten Ecken von Moskau, hinter Moskau in Russland, da ist jetzt nicht so viel los, oder in Afrika. Aber in Europa und auch in Amerika ist es als flächendeckend. Also solltet ihr unterwegs sein und mit der Familie was Schönes erleben wollen, dann sucht diese Geocaches. Und wenn ihr es dann gefunden habt, dann geht ihr auf diese Webseite oder nehmt die App, klickt den Cache an. Hier gibt es dann verschiedene Informationen dazu, auch Schwierigkeit, Terrain heißt einfach, wie das, sagen wir, das Gefälle ist, ob es ebenerdig ist oder nicht. Und bekommt dann allerlei Informationen dazu. Und wir haben genau diesen Cache gesucht. Und wenn man ihn dann hat, dann muss hier irgendwo stehen, Log-Eintrag hinzufügen. Genau, denn wir waren da, wann haben wir das Video gemacht? Am 10. Vielen Dank. Logtyp found it. Also wir haben ihn gefunden und wie wir den gefunden haben und unseren Grand-Ballon-Besuch, das seht ihr jetzt. Viel Spaß dabei. So, der Aufstieg hat begonnen. Katharina läuft schon mal vor mit den Kindern. Wir sind jetzt hier auf dem Grand Ballon. Der ist so, dass wir hier einen Parkplatz haben mit Restaurant. Und ansonsten ist rundherum, kann man ins Tal runterschauen. Aber der Grand Ballon ist eben noch ein Stück höher. Und daher machen wir jetzt hier den Aufstieg. Sollte so 20 Minuten dauern. Schauen wir mal, ob wir das mit den Kindern in der Zeit schaffen. Und wir haben gerade schon Leute getroffen aus dem Harz, da wo wir ursprünglich herkommen. Also die Welt ist klein. Und wir nehmen euch mit. So, wir haben den Grand Ballon erklommen und sind jetzt quasi genau in der Kuppel. Also hier ist diese Kuppel und hier ist so eine Aussichtsplattform oder halt so ein Raum, wo man rumlaufen kann und sich hier die Gegend angucken kann. Und man sieht hier wirklich rundherum, ist halt der höchste Berg der Vogesen. Und wir haben hier in den Tälern ganz viele kleine Dörfer. Sehr, sehr schön. Und heute ist leider etwas diesig. Also man hat jetzt hier auf der linken Seite bis hier ungefähr den Schwarzwald. Und dann da hinten sind die Alpen. Kann man leider heute nicht so schön sehen, aber sonst kann man auch bis zum Mont Blanc und sowas sehen. Genau, also es ist wirklich sehr, sehr schön, auch sehr windig hier von den Lüftungsanlagen von dieser Raketenstation, muss ich sagen. Radarstation. Genau, und jetzt geht's runter und zum Geocache. Doch noch ein kleiner Nachtrag. Ich bin jetzt hier gerade wieder runtergelaufen und hier, wir waren eben gerade oben an der Kuppel und man hat hier quasi so eine lange Rampe gebaut. Also sieht das aus. Flugzeug hier. Sieht sehr futuristisch aus, hat so ein bisschen was von Raumschiff-Landestation. Also sehr spannend hier oben und witzig gemacht. So, wir sind auf dem Weg zum ersten Geocache, der hier mitten in den Skianlagen ist. Und wir sind jetzt hier auf dem Weg und da hinten geht's hin. Noch so ungefähr 150 Meter. Sind wir mal gespannt, ob wir ihn finden. So, wir sind jetzt hier
unterhalb vom Grand Ballon. Da oben sieht man ein bisschen die Kuppel. Und unser Kleinsten hier ist die Schuhe im hohen Gras ausgefallen. Wir haben ihn gefunden! Na, dann laufen wir doch da mal hin. Also hier ist. So, dann. Also hier haben wir jetzt ein. Also ihr seid alle live dabei. Hier hinter diesem Baum. Unter den Ästen versteckt, richtig? Ja. Wir müssen. Oh, ein kleines Hüt, das hört vielleicht da rein. Also, hier so sieht der aus. Wir hatten jetzt schon in der Beschreibung gesehen, dass der hilft. Wir mussten den überall suchen. Nee, wir mussten den gar nicht suchen. Die Großen haben den hier direkt gefunden. Also, wir hatten schon in der Beschreibung gesehen, dass er ein rotes, ein weißes Kreuz auf rotem Grund, also ein, eine Wartung bedarf. Und so sieht er auch aus. Und dann, hier, nimmst du mal die Kamera vor richtig. So, und jetzt machen wir den. Jetzt kann ich das. Genau. Ja, tu es dann wieder da rein. So, und dann machen wir den mal auf. Also das ist jetzt da was zu tauschen drin? Möglicherweise. Also wir sehen jetzt hier, was jetzt hier drin erstmal ist. Erstmal ganz viel Müll. Also und hier ist ziemlich. Ja, also der ist jetzt hier ziemlich vermüllt, aber das liegt vielleicht auch daran, weil der ein nass. Fisch. Nee, ein Schuh. Warte. Also hier sind jetzt, ihr seht, da sind. Lasst mich, ich könnte euch das gleich angucken. Das sind ganz viele Sachen, die jetzt hier drin sind. Wenn der nass geworden ist, dann deutet das immer darauf hin. Ich gebe den jetzt mal aus. Das also alles, Schuhe. Was... Ja, ich. Lass es weiter gucken. Genau. Also hier sind irgendwelche Schuhe drin, Stiefel. Das liegt daran, weil man eben Sachen reintun kann zum Tauschen. Und hier sind, ist das jetzt das Logbuch. Oh, hätte ich bloß was zum Tauschen. Zum Tauschen haben wir jetzt nichts. Sind jetzt hier 2000. Aber man kann da jetzt nicht einfach was mitnehmen, oder? Wenn du was reintust, kannst du was mitnehmen. Ich hab nichts. So, jetzt 2011. Also die Logbuchsachen sind alle schon etwas älter. Und die sind hier auch feucht. Und hier gibt es aber einen, das ist genau so, muss das aussehen. Hier ist auch der Hinweis darauf, dass es ein Logbuch ist, ein Geocache. Und hier so ein paar Kärtchen zum Tauschen noch. Jetzt tun wir gleich wieder rein. Und hier ist das Logbuch. Und das ist hier 2012. Also da hat das wahrscheinlich angefangen und dann haben Leute angefangen, eigene Zettel da rein zu tun. Oh, ist hier auch ein Bug. Ja, das kann ich gleich später nochmal erklären. Genau, so, also wir haben das jetzt erst gefunden. Jetzt suchen wo sollen wir jetzt das reinschreiben? Ich würde sagen, wir schreiben uns jetzt hier irgendwo auf einen freien Platz, schreiben wir uns noch mit dazu. Also wir schreiben jetzt unseren uns jetzt hier mit drauf. Ja. Also und dass wir da waren und wir haben ihn gefunden. Yay! Yeah. Yippie! Also gut. Also so funktioniert Geocaching. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß. Und ja, sucht doch mal selber ein und wir freuen uns über Kommentare und Likes, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Dann wir das mitnehmen. Ja, ich weiß nicht, wie gut man das im Video nachher sieht, aber hier hinten sind jetzt über dem Berg ganz viele Gleitschirme. Sieht ganz toll aus. Also hier nicht so. Hier. Ich sehe es nicht, was ich da filme. Aber gut, wir beenden die Tour, wo wir mit euch begonnen haben am Markstein und fahren jetzt wieder runter, genießen noch ein bisschen Mittagessen und die Sonntagsruhe. Und ja, dann hoffen wir, euch hat das Video gefallen und ja, laden euch einfach ein, das auch mal auszuprobieren, den Grand Ballon zu erkunden. Und ja, vielleicht haben wir euch auch mit dem Geocachen ein bisschen anstecken können. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis dann, tschüss!